some tags. Only got $20 in my pocket. Hm, 100 Abonnenten. Was könnte man denn da machen? Vielleicht ein Abo-Special. Hm. Ich könnte ja auch vielleicht mein Gesicht zeigen. Hm. Aber wer will das schon sehen? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse es lieber. Aber was machen? Was könnte man denn machen, wenn man 100 Abonnenten hat? Vielleicht ein Best-of. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Was bist du denn? What the fuck? Obwohl, nee, so viel habe ich ja nicht zu bieten. Vielleicht eine Roomtour? Bett, Schrank, Tisch, Bild, Katze, Maske, 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 Dalek, Katze, Maske, Maske. Hm, nee, mein Raum ist zu klein und die Roomtour ist viel zu kurz. Ein Video mit meinen Katzen? Deine Katzenwäsche. Na, Blackie. Hm? Ja, ist schön, hä? Auf der Motorhaube. Na, was macht die andere Katze so? Oh, ich muss mich mal wälzen. Spielen. Du riechst nach fremder Katze. Ja. Bist du eine böse Katze? Ja, ja. Ja. Nee, passt nicht zu meinem Kanal. Vielleicht Kommentare kommentieren? Go, 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 go. Wann kommt eigentlich mal wieder Minecraft? Okay. Das sieht ja mega aus. Danke. Nice. Ich freue mich, in ein paar Tanken kommt ein Bier als Replikant. Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Ich höre, ich werde herausfinden, wo dein Haus wohnt und dann werde ich vorbeikommen und das Butterfly abgeschöpfen. Boy. That escalated quickly. Nee, die Kommentare sind irgendwie nicht so gut. Was könnte man denn da noch machen? Vielleicht ein Making-of von meinem Messer? Kleinen Stricher, ich zeige euch heute mal, wie ich so ein Messer baue. Ja, das hier ist mein Werkzeug. So soll das dann am Ende aussehen. Ja, fangen wir mal an. Ja, Mann, mit einer Hand zu arbeiten ist voll cool. Super. So, jetzt müsste scheiße erstmal ausgesägt werden. Weg die Scheiße. Naja, viel zu viel Aufwand. Ja, obwohl, wenn ich schon bei meinem Messer bin, könnte ich die ja mal vorstellen. Ja. Sehr interessant, ich weiß. Also, das hier ist das erste Messer. Es hat keinen Namen. Super. Das zweite Messer, es hat auch keinen Namen. So sieht es aus. Super. Okay. Okay. Das dritte Messer, ein Karambitmesser. Naja, kann man mal machen. Ist jetzt nicht das Beste. Auch super.
Ja, dann kommen wir mal zu den Butterflies. Ja, kann man mal machen. Sieht so aus. Eins meiner ersten mit gewesen. Auch super. Was haben wir denn da noch für welche? Ach ja, dieses hier. Das hier ist das größte meiner Butterfly-Messer, das ich habe. Ja, so sieht das aus. Er hat einen Pocket Clip, der sogar funktioniert. Ja. Ebenfalls super. Dann hier eins, das ich selber designt habe. Naja, nicht ganz. Mein guter Freund Architekt H. hat dabei natürlich geholfen. Grüße gehen raus. Mit einem Latch, das hier vorne einrastet, kann ich auf die Klinge treffen. Sieht so aus, wenn es dann offen ist. Ich könnte vielleicht noch die Maße einblenden, aber das mache ich jetzt nicht. Auch ebenfalls super. Dann haben wir hier ein Einhandmesser, was kein Butterfly ist. Das sieht dann so aus. Dann haben wir hier den Liner Lock dazu. Den muss man nach rechts drücken. Und dann kann man es wegklappen. Ja. Hat auch wieder einen Pocket Clip, der aber nicht funktioniert. Der ist noch fake. Ja, ja, ja. Dann haben wir hier eins, das ich mit Ästen verziert habe. Und das ein paar echte Schrauben hat. Nicht das Beste, aber halt auch nicht das Schlechteste. Hat hier auch wieder ein Pocket Clip, der aber nicht funktioniert. Ja. Weg damit. Haben wir hier wieder ein eigendesigntes? Ja. Das ist dieses hier. Hier. Ja. Mit einem kurzen Latch. Was ich deswegen so designt habe, damit es nicht auffällt, wenn es zu ist. Ja. Dann haben, was haben wir denn dann noch hier? Dann hier eins, was ich mehr oder weniger kopiert habe. Was ich aber halt auch dann noch ein bisschen selber designt habe, damit nebenbei. Der Klingenrücken sieht so aus. Hat hier so eine Musterung. Wie auf der Wie auf den Griffen, XOX, hat hier ein Latch, das nicht ganz so gut hält, ja. Und die Spacer sehen so aus, also auch wieder wie auf der Klinge und auf den anderen Händelseiten. Dann haben wir hier meinen Liebling, das ist auch, okay, das ist ein komplett selber designtes, also das war das erste, was ich gemacht habe. Es sieht ein bisschen aus wie von genau Blade Runner Systems, wegen der Musterung hier und den Handles. Aber als ich das gemacht habe, wusste ich ja gar nicht, dass es diese Firma gibt. Habe ich dann erst später kennengelernt. Und ja, hat wieder einen Pocket Clip, der aber nicht funktioniert. Hat hier Spacer drin, die so geriffelt sind. Und die Klinge sieht so aus. So Bowie-mäßig. Ja. Okay. Haben wir denn sonst noch was? Ach ja, ein CSGO-Butterfly. Sieht so aus. Hat hier einen etwas anderen Verschluss. Wenn es offen ist, dann sieht das Ganze so aus. Ist wie bei einem Original. CSGO Butterfly, also nachempfunden, hat dann hier solche Griffeinlagen hier unten und hier an den Griffen halt und hat hier solche kleinen Wegschleifungen. Ja. Haben wir denn sonst noch was? Kommen wir
findest du denn nicht ganz so schön? Dann haben wir erstmal das hier. Was ein bisschen klemmt. Und auch ein bisschen quietscht. Ja. Ist jetzt nicht so meins. Dann haben wir hier wieder ein selber designtes. Das sieht so aus. Hat genau die gleiche Musterung wie hier. Ja, kann man bestimmt erkennen. Der Griff sieht so aus. Habe ich hier mit einem Plan gemacht. Dann haben wir hier halt noch das Holz dazu. Das ist ebenfalls in dem gleichen Design wie das Messer. Ja, kommen wir zum nächsten. Dann haben wir hier noch ein Faustmesser, den ich etwas breiter gemacht habe als wie bei den, also nicht so wie bei den anderen, die sind halt so etwas schlank. Mir hat das hier schon so gefallen, also wie es jetzt ist. Ja. Deswegen habe ich das dann auch so gemacht. Hat auch das gleiche Design wie das Messer, bloß ohne die Punkte noch. Die sind nicht drin. Oder drauf. Ja. Ach, das wird ein Spaß, die nachher wieder rauszukramen. So, haben wir dieses hier, ne? Das hat das gleiche Muster wie die anderen, bloß dass diesmal hier wieder geschwenkelt wurde. Ist nicht mehr in einem ganz so guten Zustand. Hat hier vorne so einen Widerhaken drin. Und das kann man so halten oder so halten. Ja. Kommen wir zu dem größten, das ich aktuell habe. Das ist dieses hier. Das ist auch wieder selber designt. Hat so einen Griff, der nicht mit dem Rest der Klinge verbündelt ist. Also ist dann nochmal anders geformt. Ja. Und ja, dann haben wir hier ein paar Spitzen dran. Hier eine Griffmulde. Hier auch noch eine Spitze und hier ein paar Ausfeilungen und ja, so sieht die aus. Ja, und dann haben wir auch noch ein paar. Und dann habe ich noch dieses Teil hier. Damit bin ich zu Halloween rumgelaufen. Also nicht mit dieser Maske, da hatte ich noch eine andere. Ja, da haben wir ein bisschen Kinder geärgert. Okay, ja. Der Griff ist auch nicht mehr ganz top. Aber ja, so oft ist es ja nicht mehr im Einsatz. Das hier ist natürlich nicht echt, das ist Holz. Das hört man vielleicht. Ja, das ist Holz. Genauso wie die Teile, das ist alles Holz. Aber trotzdem sollte man damit nicht irgendwie rumfuchteln. Es sieht halt etwas echt aus, wenn man mal das Blut weglässt. Ja. So, das war das 100 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist mir auch relativ egal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, was wahrscheinlich wieder ein Review wird, weil ich mir wieder was bestellt habe. Bis dann. Tschüss.